Derbys zwischen dem TSV 1860 und der Spielvereinigung Unterhaching sind schon lange keine normalen Spiele mehr. Und schon gar nicht, wenn es K.O.-Duelle sind. Am Freitag, den 11. Oktober, kommt es zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Stadtrivalen in dieser Spielzeit. Diesmal im Viertelfinale des bayerischen Toto-Pokals. Die Ausgangslage ist wie folgt. Beide Clubs spielen in der dritten Liga. Doch während sich bei den Löwen die Saison recht wechselhaft gestaltet, feiern die Unterhachinger bisher schon 6 Ligaspiele, ein Unentschieden und haben nur ein Spiel verloren. Das Toto-Pokal-Viertelfinale ist sicher auch finanziell von Bedeutung, denn der Sieger qualifiziert sich für den DFB-Pokal und erhält in der ersten Runde 140.000 Euro. Die Bilanz zwischen den Hachingern und den Löwen ist fast ausgeglichen. Von 13 Begegnungen gewannen die Unterhachinger 5. Die 60er siegten 4-mal. Und 4-mal trennten sich die beiden unentschieden. Insgesamt kommt es in dieser Saison zu 3 Derbys. Im Dezember und Mai treffen der TSV 1860 und die Spielvereinigung Unterhaching in der dritten Liga aufeinander. Zuvor jedoch kommt es zum Viertelfinale im Toto-Pokal. Und da wird einer der beiden K.O. gehen.